Let's start again. Moin, ihr Zwerster und Zwersterinnen und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Stardew Valley. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, meine lieben Freunde. Ja, heute gucken wir uns nicht König der Soßen an, weil das ist wieder eine Wiederholung. Willkommen bei Kozu 5, deiner Lieblingsquelle für Wetterneuigkeiten und Unterhaltung. Und jetzt die Wettervorhersage für morgen. Es wird wolkig mit Windböen den ganzen Tag hindurch. Gut, dann wissen wir da schon mal drüber Bescheid. Der Wahrsager sagt auch, die Geister sind heute unzufrieden mal wieder, wie immer. Und wir gehen jetzt hin. Oh, können erstmal ernten anscheinend. Ja, wir können jetzt ernten. Das ist schon mal sehr geil. Und ernten erstmal unseren ganzen Mais. Und danach werden wir hingehen. Dann werden wir alles schön durchgießen. Und dann wollte ich mich heute in der Folge endlich mal, endlich mal auf den Weg ins Gemeinschaftszentrum machen. Weil das schreiben immer mehr und mehr Leute von euch in die Kommentare, dass ich doch endlich mal bitte, bitte ins Gemeinschaftszentrum gehen soll. Und eine andere Sache wollte ich noch heute in der Folge machen. Heute ist viel geplant in der Folge, Mensch. Man merkt es ja hoffentlich. Und wir haben Post bekommen. Und zwar von wem? Da gucken wir jetzt gleich mal rein. Erstmal schmeißen wir jetzt hier den Mais in die Kiste. So, sehr schön. Und dann gucken wir mal, von wem haben wir denn Post erhalten. Hallo Kevin. Ich würde meinen Kühen gerne einen speziellen Leckerbissen gönnen. Sie sind so gute Mädchen und haben auch Hunger. Könntest du mir ein wenig Amaranth bringen? Sie lieben das Zeug. Danke, Mani. Ja, Mani, können wir gerne machen. Gar kein Problem. Kümmere ich mich drum. Dann werden wir das nämlich jetzt besorgen auch. Und dann wollte ich mal schauen. Ja, nice. Hier haben wir welche. Die müssen wir nämlich mitnehmen. So, und dann gehen wir jetzt erstmal auf die Gießkanne und fangen jetzt an, hier alles durchzugießen. Also, Gemeinschaftszentrum, da werden wir gleich als erstes hintippern, wenn wir hier fertig sind. Dann gehen wir hoch in die Mine und dann will ich zu einer bestimmten Person gehen. Ich hoffe, das funktioniert mit der Kirschbombe. Und danach müssen wir mal schauen, was wir dann machen werden. Ich werde nämlich jetzt diese Woche oder eher gesagt heute den Tag ein wenig vorproduzieren, meine ganzen Videos. Denn, und das möchte ich gerne mal in dem Video hier nebenbei ansprechen, ich möchte gerne am Wochenende oder eher gesagt ab morgen, ab 14 Uhr, immer bis Ende offen, Kingdom Hearts spielen. Das heißt, es kann sein, den einen Tag spiele ich 8 Stunden, den anderen 10 oder 12 oder sogar 14, je nachdem, mal schauen, wie lange ich Lust habe. Sonntag 18 bis 20 Uhr findet definitiv der Stardew Valley Livestream statt, keine Sorge, also Stardew Valley wird es am Sonntag geben. Dafür werde ich Kingdom Hearts auf jeden Fall unterbrechen. Und wer Bock hat, ihr seid alle herzlich dazu eingeladen, euch diesen Marathon von Kingdom Hearts gerne bei mir im Stream anzuschauen. Ich freue mich natürlich über jeden, der dazukommt, riesig, weil je mehr Leute da sind, umso ein größer Support ist das, ne? Und umso mehr Spaß macht das Ganze auch. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne einschalten. Ab morgen soll es losgehen, ab 14 Uhr, mit dem Kingdom Hearts Marathon. Ich möchte einen Teil nach dem anderen durchsuchten, damit ich die Story bestens kenne, bevor der dritte Teil rauskommt. So, und jetzt gießen wir hier schnell die ganzen Kürbisse durch, damit wir damit auch durch sind. Ja, Akku ist schon wieder mit den Blättern am Spielen. Der freut sich darüber. Übrigens, in der letzten Folge hatten wir ja die Abstimmung, ob ich die Folgen eine halbe Stunde lang machen soll. Und da haben einige Leute gesagt, ja, sie finden das richtig geil, um genau zu sein, 90% haben dafür gestimmt. Das heißt, wir werden jetzt auf kurz oder lang auch immer die Folgen was länger machen. Das heißt, sie werden immer so zwischen 15 und 30 Minuten gehen. Ich will nicht unnötig eine Folge immer auf 30 Minuten strecken. Das heißt, wenn ich in 15 Minuten durch bin mit einem Tag und sage, yo, das war eine super geile Folge, 15 Minuten super spannend, dann lasse ich die auch 15 Minuten. Und wenn ich eine richtig geile Folge hinbekomme in einer halben Stunde, dann mache ich die halt auf eine halbe Stunde, ne? Ich will mich dann nur nicht unter Druck setzen, dass ich immer sage, ja, pünktlich nach 15 Minuten muss ich die Folge beenden, damit die bloß nicht länger geht. Also ich weiß schon mal, ihr würdet auch eine Folge gucken, wenn sie eine halbe Stunde geht. Das ist kein Problem. So, und dann haben wir jetzt gleich die ganzen Kürbisse durchgegossen. Das finde ich auch schon mal sehr geil. Dann können wir nämlich direkt loslegen. Was ich auch ziemlich, ziemlich krass finde, und das muss ich auch nochmal ansprechen, wie immer mehr und mehr Leute hier hinfinden auf dieses Let's Play. Freut mich riesig, Leute. Es freut mich wirklich riesig, dass ihr immer mehr dazukommt und anscheinend immer mehr Leute auch Spaß am Stardew Valley haben. Und ihr seht ja auch, ich ziehe das Let's Play auf jeden Fall ziemlich krass durch. Ich bin ja, ja, regelmäßig am Spielen. Also jeden zweiten Tag kommt auf jeden Fall immer eine Stardew Valley-Folge, mindestens. Jetzt werde ich erstmal ein, zwei, drei Tage ein bisschen nur Stardew Valley bringen, weil erstmal, ich habe nach dem 100-Minuten-Special nicht so eine Lust gerade auf LS17. Ich habe mich wieder überzockt, aber keine Sorge, ich denke mal so am Montag geht es wieder weiter. Ich wollte jetzt das Wochenende mir nur nicht den Stress machen, dass ich unbedingt alles perfekt habe oder so. Und Stardew Valley macht mir gerade einfach riesig Spaß, muss ich ehrlich gestehen an der Stelle. Also ich habe zwar Bock auf LS17, aber Stardew Valley, irgendwie habe ich da ein bisschen mehr Bock gerade drauf, weil ich hier einfach viel mehr zu tun habe noch.
und viel mehr weiß und ja, hier auch diese Story ist und ich will natürlich wissen, wie es immer weitergeht und deswegen seid mir da nicht böse, wenn dann jetzt erstmal ein bisschen mehr Stardew Valley diese Woche kommt. So, da haben wir alles durchgegossen, sehr schön. Dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg ins Gemeindezentrum, da wollen wir mal gucken, was da abgeht. Vielleicht finden wir ja hier auf dem Weg auch noch ein paar Sachen, da liegt irgendwas im Boden, glaube ich. Ich gucke mal, ob ich das aufheben kann. Wäre natürlich interessant. Nee, das sind anscheinend Steine einfach nur. Okay, dann lassen wir die da mal liegen. Dann gehen wir mal weiter. Mal gucken, ob wir hier irgendwo... Oh, nicht gießen. Ob wir hier irgendwo was noch kriegen, finden, wie auch immer. Also auf jeden Fall soll irgendwas Interessantes im Gemeindezentrum abgehen. Da gehen wir jetzt auf jeden Fall mal hin und schauen mal nach. Nach etlichen Folgen, wo ihr mir immer in die Kommentare gespammt habt. Kevin, geh ins Gemeindezentrum. Kevin, geh doch endlich ins Gemeindezentrum. Kevin, geh mal ins Gemeindezentrum. Gehen wir ins Gemeindezentrum. Da unten ist einer von diesen pinken Viechern. Da wollen wir noch mal gucken. Vielleicht kann ich mit dem jetzt reden. Ah, der ist jetzt schon wieder abgehauen. Handwerksraum, Bündel sammeln, Frühling. Ach, okay. Diese Pflanzen muss ich abgeben. Exoten, Konstruktion, Herbst. Ah, okay. Hier muss ich also diese Sachen, die ich sammle, abgeben immer. Wow, Bündel sammeln, Exoten. Eieieiei. Okay, da muss ich aufpassen, wenn ich da so Sachen finde, dass ich die dann auch wirklich abgebe. Okay, da wissen wir schon mal Bescheid. Ja, dann werden wir das wohl als nächstes alles machen müssen. Was gibt's denn hier noch? Gibt's hier noch irgendwas, was ich erledigen kann? Hier vielleicht oder so? Nee, ne? Nee, da ist nichts. Da ist auch nichts. Da ist auch nichts. Okay, also ich muss diese Sachen im Frühling und so sammeln. Alles klar, dann weiß ich Bescheid. Ja, dann werde ich mich da mal auf die Suche machen. Ja, sowas in der Richtung habt ihr mir ja schon angeteasert, dass ich die Sachen sammeln und aufheben soll. Ich habe sie immer weggetan. Das ist natürlich ein Fail, aber das zeigt auch einfach wieder, dass ich nicht so sehr immer auf die Kommentare eingehe, weil ich einfach auch viel im Spiel selber entdecken möchte, ohne dass ihr mir alles stupide vorplappert, weil sonst wird es ja langweilig. Und hier haben wir jetzt schon das erste Teil gefunden. Sehr schön. Das können wir mal mitnehmen hier, diese Haselnuss, weil die können wir nämlich dann abgeben. Und dann mache ich mich jetzt erstmal auf den Weg hier. Und dann setzen wir da oben erstmal eine kleine Bombe. So, schafft ihr das? Sehr schön. Oh Gott. Schaden bekommen. Jetzt können wir nämlich mit dem hier reden, aber ich gehe jetzt erstmal in die Kiste. Kann ich nicht dran. Schade. Kannst du auch was anderes sagen? Okay. Nö, er will nicht mit mir reden. Alles klar. Dann lass es halt bleiben, Freundchen. Dann rede halt nicht mit mir. Außer Betrieb, okay? Die ist außer Betrieb. Schade, schade, schade. Ich gehe mal eben ganz kurz, ich gehe mal kurz hier eben rein und frag mal, vielleicht weiß hier jemand irgendwas über den Zwerg oder so. Da kann mir da was berichten. Hey, Moment mal, kann man hier lang gehen? Kann man hier lang? Nee, kann man nicht, okay. Schade, hätte ja sein können. Ja gut, dann gehen wir jetzt mal hier in die Abenteurergilde. Brauchst du ein neues Schwert? Stufe 4, 8 bis 14 Schaden, 9 bis 17. Boah. Entermesser. Plus 2 Geschwindigkeit. 9 bis 17. Wie viel macht meins? 8 bis 18. Okay, meins ist besser. Komm wieder, wenn du mir was zu zeigen hast, Kind. Ja, super. Wie soll ich denn mit dem Zwerg dann... Was soll ich denn machen? Ich habe keinen Plan, was ich mit dem Zwerg anstellen soll. Muss ich ehrlich gestehen. Also da weiß ich jetzt nicht genau gerade, was der von mir verlangt, was der möchte oder was ich tun soll für den. Da müssen wir mal gucken. Ich schaue erstmal, ob ich noch irgendwie ein bisschen Sachen gesammelt kriege. Hier fürs Gemeindezentrum. Dann kann ich das da nämlich schon mal abgeben. Dann haben wir das nämlich auch geregelt. Also hier liegt schon mal nichts. Ich weiß aber, wo ich noch hingehen könnte, wo noch was sein könnte, je nachdem, wenn ich Glück habe. Ich kann übrigens in die Fledermaushöhle gehen. Da können nämlich auch Sachen sein. Da kann ich ja auch Früchte und sowas bekommen. Das ist sogar gut, dass ich die gemacht habe. Weil da kriege ich nämlich auch Sachen dann fürs Gemeindezentrum immer raus, wenn ich Glück habe. Ja. Hier ist was. Ja, genau. Granatapfel, Wildpflaume. Die kann ich nämlich, glaube ich, auch abgeben, die Wildpflaumen und so. Ja, da ist noch der Meteor, den kann ich jetzt leider noch nicht ausnutzen. In die Höhle gehen brauche ich jetzt auch nicht. Das würde sich heute in der Folge, glaube ich, nicht lohnen. Das werde ich vielleicht in der nächsten Folge mal wieder anstreben, dass ich weiter in der Höhle versuche zu kommen. Eieiei, und hier der ganze Hof, der wird auch schon wieder zugemorpst mit ganzen Steinen und Dreck und allem. Dann gucken wir mal. Da ist ein Eichhörnchen, okay. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas Interessantes, was ich auch mit fürs Gemeindezentrum nutzen kann. Ja, da haben wir nochmal so Bären. Sehr schön.
Vielleicht finden wir auch noch Pilze oder so, weil die brauche ich nämlich auch. Das wäre auf jeden Fall auch eine feine Sache, wenn ich hier nochmal irgendwie Pilze oder so bekomme. Das wäre super, super schick. Die schönen, guten, alten Pilze. Der Kevin braucht ein paar Pilze. Für Gemeindezentrum. Ah, wo sieht's? Ja, da haben wir sogar einen. Geil. Sehr schön. Da haben wir sogar einen Pilz. Nice. 2 Stück habe ich sogar bekommen. Dann kann ich die nämlich auch gleich da direkt abgeben. Auch sehr geil. Ich weiß zwar nicht, was passiert, wenn ich die Sachen abgebe, aber gut, werden wir ja sehen dann. Ne? Das werden wir ja sehen. Mal gucken, ob wir noch irgendwas hier finden. Da unten ist ja die Katze mit ihren Hüten. Da könnte ich eigentlich mal hingehen und einen kaufen, wenn die mich irgendwie verbessern, die Hüte, ne? So, dann gucken wir mal. Die Mitte ist aus solidem Gold gefertigt. Wie viel kostet der? Erfolg 50.000. Erfolg 15.000. Ey, was bedeutet das? Gute alte Kappe. OP-Klammer. Hey ho, Stups, hast du Münzen gebracht? Ja, komm, ich kaufe mir mal die gute alte Kappe. So. Die ziehen wir jetzt mal auf. Ja. So. Jetzt habe ich hier so eine Mütze. Mensch, jetzt sehe ich aber aus wie ein richtiger Bauer, ey. Jetzt bin ich ein richtiger Bauer. Gar kein Problem. Der Kevin, der regelt das alles hier. Sehr schön. Guckt euch das mal an. Richtig stylisch, oder? Jetzt hier mit meiner Cappy. Da kann niemand was gegen sagen. Und hier haben wir nochmal Brombeere. Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg zum Gemeindezentrum und geben das eben schnell ab. Oder gehe ich pennen und mache das danach? Nee, komm, ich mache mich jetzt auf den Weg zum Gemeindezentrum und dann geben wir das jetzt dort ab. Und da bin ich mal gespannt. Ich glaube, dann habe ich für den Herbst schon fast alles zusammen, was ich brauche, ne? Ich glaube, das ist nur noch der rote Pilz, der mir danach fehlt. Mehr nicht. Müssen wir mal schauen. Vielleicht finden wir ja nochmal einen, wenn wir Glück haben. In der Mine habe ich letzte Mal, glaube ich, einen gefunden, ne? Die scheinen da ja auch relativ selten vorzukommen. Aber kein Problem, kriegen wir schon irgendwie hin. So, dann gehen wir mal jetzt schnell hier hoch. Eieieiei. Auch sehr windig alles hier. Gucken wir mal eben, dass wir eben den Stuff da abgeben. Dann bin ich mal gespannt, ob da irgendwas schon passiert, wenn ich das abgebe. So, rein da. Zack. So, dann sind wir im Gemeindezentrum. Dann gucken wir mal, was hier passiert, wenn ich das jetzt abgebe. Also der haut auf jeden Fall immer ab. So, Herbst. Ne, ich habe alles zusammen. Alles, was ich brauche für den Herbst, habe ich jetzt schon. Sehr schön. So. Ja. Na, komm. Das haben wir auch. Bündel komplett. Nice. Belohnung. Herbstsaat habe ich 30 bekommen. Wow, da kriegst du ja richtig was für. Nice. Oh, was ist denn das da oben jetzt? Ach du heiliger Bimbam, da kommen ja immer mehr von diesen Feldern jetzt. Eieieiei, was wollen die jetzt? Fische und so bestimmt, kann ich mir vorstellen, ne? Hier auch wieder. Nutzpflanzen, Herbst. Oh, okay, da muss ich... deswegen sollte man von allem etwas holen. Okay, jetzt weiß ich wieso. Okay, da haben wir ja noch genug Zeit. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und hier sind wahrscheinlich Fische drin, ne? Kann ich mir vorstellen. Hier wahrscheinlich Fische. Ja. Die ganzen Ozeanfische. Granatapfel, hä? Nee. Flussfische, ja. Flussfische, Krabbenreuse. Boah, Junge, wie soll ich das denn alles zusammenkriegen? Teichfische, Nachtfische... Spezialfische. Boah, wie soll ich das denn schaffen, Leute? Und er räumt das da rein in die Hütte. Alles klar. Okay, da haben wir einiges zu sammeln, meine lieben Freunde. Da würde ich ja sagen, da haben wir echt mehr als genug zu tun. Da werden wir auf jeden Fall im Livestream am Sonntag 18 bis 20 Uhr richtig Gas geben, dass wir da auch noch ein paar Sachen sammeln. Aber da sind wir ja heute schon mal gut vorangekommen und jetzt weiß ich, was im Gemeindezentrum abgeht, was ich da machen soll und alles. Danke, dass ihr mir das auf jeden Fall gesteckt habt, Leute. Und dann würde ich mal an der Stelle sagen, da sind wir für heute auch schon durch mit der Folge. Da werden wir dann morgen definitiv weitermachen. Ja, dann, wenn der Mais wächst, dann werde ich da auf jeden Fall mal einen abgeben von. Granatapfel, den hebe ich mal auf, weil den kann ich bestimmt noch abgeben, kann ich mir vorstellen. Der kam bestimmt irgendwie bei den Sommerfrüchten oder so mit rein. Den heben wir mal definitiv auf. Dann habe ich ja jetzt hier noch diese Herbstsaat bekommen, 30 Stück. Da müssen wir mal gucken, was wir damit anfangen können, weil das weiß ich jetzt noch nicht genau. Aber das werden wir noch, denke ich mal, auf kurz oder lang herausfinden und dann schauen wir mal.
Und ja, dann würde ich mal sagen, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr ein Däumchen nach oben da lasst und einen netten Kommentar. Danke nochmal an alle Leute, die neu bei dem Let's Play dazukommen und immer einsteigen. Vielen, vielen Dank für den mega krassen Support. Das motiviert ungemein und macht super viel Spaß. Und dann würde ich einfach mal sagen, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr natürlich gerne eine positive Bewertung dalassen, wie immer, und einen netten Kommentar. Und wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne rein abonnieren, sofern ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von Stardew Valley wieder. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und nicht vergessen, Sonntag 18 bis 20 Uhr Stardew Valley Livestream. Bis dahin, haut da rein. Tschüss zusammen.